Geübte Sinne kommen nicht automatisch. Philipper Kapitel 1, Vers 6. Ich bin genauso in guter Zuversicht, dass der, der in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch bis auf den Tag Christi Jesu vollenden wird. Im Westminster Katechismus von 1647 steht zum Thema Errettung, Berufung und Erwählung Folgendes. Man kann nicht aus dem Stand der Gnade fallen. Diejenigen, die Gott in seinem Geliebten angenommen, wirksam berufen und durch seinen Geist geheiligt hat, können weder ganz noch endgültig aus dem Stand der Gnade fallen, sondern werden gewiss dann bis ans Ende beharren und ewig selig werden. Dieses Beharren der Heiligen beruht nicht auf ihrem eigenen freien Willen, sondern auf der Unabänderlichkeit des Ratschlusses der Erwählung, der aus der freien und unwandelbaren Liebe Gottes des Vaters entspringt, auf der Wirksamkeit des Verdienstes und der Stellvertretung Jesu Christi, auf dem Bleiben des Geistes und des Samens Gottes in ihnen und auf der Natur des Gnadenbundes. Aus diesen allen entsteht die Gewissheit und Unfehlbarkeit desselben. Soweit. Entsprechend steht auch in der Bibel in 2. Petrus 1,10: Darum, Geschwister, bemüht euch, umso stärker eure Berufung und Erwählung zu festigen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals straucheln. Da steht also nicht, dass wir die Berufung und Erwählung durch unsere Werke und Taten bewirken oder am Leben erhalten, sondern sie einfach festmachen können und sollen. Wir gläubige Menschen sind leider mitunter wankelmütig, oft unsicher und manchmal auch fahrlässig oder auch uninspiriert. Wer wüsste das besser als Petrus? Und er rät uns in diesem seligen Wissen, was die Bibel ja an vielen Stellen bestätigt, nämlich uns festzumachen und sich also darum zu bemühen, dass es so ist. Wie kann das geschehen? Es liegt ja auf der Hand, dass wir nicht fest und innerlich stark und getragen sind, wenn wir zum Beispiel nicht beten, nicht in der Bibel lesen, nicht soweit möglich in die Versammlungen gehen und uns mehr vom Fleisch und der ungeistlichen Gesellschaft beeinflussen und prägen lassen als vom Heiligen Geist und den daraus resultierenden Früchten des Geistes und des Glaubens gemäß Galater 5,22. In seinem Bibelkommentar zum Eingangstext schreibt Martin Luther Folgendes: Unser Leben hier auf Erden hat noch nicht sein Ende erreicht, auf das wir aber zugehen. Bisher kennen wir nur den Anfang, die Erstlinge, und wir sind noch nicht satt all dessen, was wir begehren. Wir haben nur die Morgensuppe, den Vorgeschmack von allem. Noch stehen wir im Glauben, der uns geschenkt wurde, und wir sind noch nicht im vollen Besitz der ewigen Herrlichkeit. Darum müssen wir beten, wegen des übrigen Übels, das noch nicht von uns gewichen ist. Und das müssen wir so lange tun, bis wir dorthin kommen, wo wir nicht mehr zu bitten brauchen. Denn da wird nichts sein als lauter Leben und Freude und ewiger Dank gegenüber Gott und lauter Halleluja. Damit aber solches Lob und solche Freude auch hier auf Erden schon anfangen und gestärkt werden mögen, müssen wir beides durchs Gebet antreiben, sowohl durch Gebet für uns selbst als auch für die ganze Kirche, das heißt für alle, die das Evangelium angenommen und ihm geglaubt haben, damit wir einander darin unterstützen. Denn solch großes Gut wird dadurch noch viel edler und die Freude viel stärker, wenn es nicht allein für sich bleibt, sondern viele desselben teilhaftig werden, wie der Apostel Paulus sagt, dass er Gott danke und für die Gemeinschaft am Evangelium bete. Soweit. Vernachlässigen wir dies alles,
sind wir natürlich unsicher, haben immer viele Fragen, lassen uns von anderen Gläubigen, die den Abfall vom Glauben predigen, verunsichern und manipulieren. In Hebräer Kapitel 5, Verse 12 bis 14 steht: Und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Fester Speise aber ist für die Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben, Gutes und Böses zu unterscheiden. Die geübten Sinne kommen nicht automatisch. Von daher haben wir es sicherlich alle nötig, immer wieder daran erinnert zu werden, uns mit geistlichen Dingen zu beschäftigen und das Böse und Schlechte zu meiden, vielmehr durch das Gute, das Böse zu besiegen. Diese Verantwortung haben wir. Aber das ewige Heil ist darum ewig, weil Gott es bewirkt und uns festhält, nicht wir ihn. In Johannes 10, Verse 28 und 29 steht: Und ich schenke ihnen ewiges Leben, und sie gehen in Ewigkeit nicht verloren, und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Es ist also allein der Größe des Vaters geschuldet, dass ein von neuem geborener Gläubiger laut Johannes 3,3 sein Heil nicht verlieren kann. Wäre das nicht so, könnte der mächtige Teufel jedem Gläubigen sein Heil schnell wieder abnehmen. Bestätigt wird Gottes Bewahrung in dieser Sache unter anderem in 1. Johannes 3,9. Da heißt es: Jeder, der aus Gott geboren ist, tut Sünde nicht, denn sein Same bleibt in ihm. Er kann auch nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Das Ziel wird erreicht, weil Gott dafür sorgt. In 1. Petrus 1, Vers 5 und Vers 9 steht: Die ihr aus der Macht Gottes durch den Glauben zur Seligkeit bewahrt werdet, die bereit ist, um in der letzten Zeit offenbart zu werden. Und Vers 9: Und so erreicht ihr das Ziel des Glaubens, nämlich die Errettung der Seelen. Und in 2. Timotheus 2,19 schreibt der Apostel Paulus: Doch der feste Grund Gottes steht und hat folgendes Siegel: Der Herr kennt die, die ihm gehören. Unsere grundsätzliche Unfähigkeit, durch unseren eigenen Willen etwas Gutes im geistlichen Sinne zu suchen, zu bewirken und umzusetzen vor Gott, hat die Sünde zerstört und verhindert. Im Westminster-Katechismus steht auch noch: Der Mensch hat durch seinen Fall in den Stand der Sünde alle Fähigkeiten des Willens zu irgendetwas geistlich Gutem, das mit dem Heil zusammenhängt, völlig verloren. Das ist die Ausgangssituation. Wir waren geistlich tot. Wie geistlich kann also ein Toter sein? Wir verstehen die Erwählung nicht wirklich, aber wir können durchaus geistlich erahnen, dass Gott absolut souverän ist in seinen Entscheidungen, seinem Ratschluss und in der Art und Weise, wie er seine Schöpfung erreicht und selig macht und durchträgt. Benedikt Peters sagte einmal: Wir können die Ewigkeit nicht denken. Das stimmt absolut. In Römer 11,33 heißt es: O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Entscheidungen und unaufspürbar seine Wege. Das alles ist wahr und richtig, und dennoch hat der Mensch eine Verantwortung vor Gott. Er kann dem Ruf Gottes auch widerstehen. Er wird es nicht tun, denn Gott wird einen wirksamen Ruf in die Seelen derer hineintragen und ihnen zusprechen, die auch nach seinem souveränen Willen dazu bestimmt sind. Das bedeutet aber auf der anderen Seite nicht, dass Gott andere, die in dieser Weise nicht
angesprochen werden, dass er die nicht ansprechen möchte, dass sie sozusagen Kandidaten für die ewige Verlorenheit sind, ob sie wollen oder nicht. Nein, das ganz gewiss nicht. Gott möchte, dass alle errettet werden, alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Warum es nicht alle sind, das sind sicherlich Fragen, die man als Mensch nicht wirklich beantworten kann. Aber wir dürfen sicher sein, dass Gott gerecht ist, und wir dürfen auch sicher sein, dass wir als Christen das Evangelium weiterreichen sollen, Zeugnis unserer Hoffnung geben sollen und dürfen und dafür sorgen, dass das Wort Gottes, das Wort des Evangeliums weitergetragen wird und Menschen erreicht und Menschen anspricht, damit sie erlöst und gerettet werden oder eben auf der anderen Seite, dass sie dann keine Ausreden haben, wenn sie eines Tages vor Gott stehen und er sie fragen wird, warum sie nicht an Jesus Christus als ihren Erlöser geglaubt haben. Erst dann, wenn wir durch Gottes Wirken dazu in der Lage sind, geistliche Dinge zu beurteilen, auch wenn wir nicht alles verstehen, und das ist ja meistens oder oft so, können wir sagen, dass wir Gläubige sind, die sich nun Christen nennen dürfen und können im biblischen Sinne, im Sinne Gottes. Man kann sicherlich auch als ungläubiger oder oberflächlich religiöser Mensch die Bibel lesen und seinen Kommentar dazu mitteilen und weitergeben. Aber das dann auch geistlich zu beurteilen und entsprechend zu verstehen, sodass es einen himmlischen Wert hat für die Seele, das ist oft etwas anderes. Wir brauchen als gläubige Menschen den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit führt und uns dann auch Verständnis gibt, so dass wir im Glauben durch den Heiligen Geist bewirkt, tatsächlich dann die Wahrheit erkennen und von neuem geboren werden können. In Hebräer 11,3 heißt es: Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, so dass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Etwas intellektuell zu verarbeiten ist etwas anderes, als es geistlich zu deuten und zu verstehen. Darum gibt es auch die Bibelkritik von Leuten, die meinen, alles mit dem Verstand und der Logik regeln und eintüten zu können. Können sie nicht. Der Apostel Paulus bringt es auf den Punkt, wenn er in 1. Korinther 2,14 Folgendes sagt: Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Die Ursache des Beharrens ist die Liebe Gottes und das Opfer Jesu Christi. Auf beides haben Menschen keinen Einfluss, denn Gott ist souverän und es ist sein Wille, dass Menschen errettet, erlöst, geheiligt und frei sein dürfen in Jesus Christus nach seinem Ratschluss, der wie er über allem steht bis in alle Ewigkeit. In diesem Sinne, Gott segne, behüte und bewahre euch, er stärke euch am inneren Menschen, er gehe mit euch und schenke euch Frieden. Amen. Thank you.